Stellen Sie sich vor, draußen herrschen Minusgrade, der Wind pfeift um die Häuser und plötzlich wird alles dunkel. Kein Licht, keine Heizung, keine warme Mahlzeit. Ein Stromausfall im Winter kann innerhalb weniger Stunden zu einer lebensbedrohlichen Situation werden. Aber keine Sorge, nach diesem Video werden Sie optimal vorbereitet sein. Die Realität sieht so aus. Experten des Bundesamts für Bevölkerungsschutz warnen seit Jahren vor der steigenden Gefahr großflächiger Stromausfälle. Die zunehmende Abhängigkeit unserer Infrastruktur von elektrischer Energie macht uns verwundbarer als je zuvor. Eine aktuelle Studie der Technischen Universität München zeigt, dass bereits ein mehrstündiger Stromausfall bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt dramatische Folgen haben kann. Die gute Nachricht ist, mit der richtigen Vorbereitung können Sie diese Situation nicht nur überleben, sondern auch sicher durch diese Krise kommen. Lassen Sie uns keine Zeit verlieren und direkt in die lebensrettenden Maßnahmen eintauchen, die Sie ab heute umsetzen können. Der erste und wichtigste Aspekt betrifft die Wärmeversorgung. Die Körpertemperatur eines Menschen sinkt in einer unbeheizten Umgebung bei winterlichen Temperaturen bereits nach wenigen Stunden in einen kritischen Bereich. Forschungen des Deutschen Wetterdienstes zeigen, dass die Innentemperatur in einem durchschnittlich gedämmten Haus ohne Heizung innerhalb von 24 Stunden um bis zu 10 Grad fallen kann. Die Lösung beginnt mit der richtigen Ausrüstung. Hochwertige Thermodecken, die ursprünglich für den Outdoor-Bereich entwickelt wurden, können die Körperwärme bis zu 90% besser speichern als herkömmliche Wolldecken. Ein aktueller Test der Stiftung Warentest hat gezeigt, dass besonders Modelle mit Aluminiumbeschichtung hervorragende Isolationswerte aufweisen. Ergänzend dazu sind Schlafsäcke mit einem Komfortbereich bis minus 10 Grad Celsius eine sinnvolle Investition. Aber Decken allein reichen nicht aus. Ein kompakter Campingkocher mit ausreichend Gaskartuchen kann in der Krisensituation zum Lebensretter werden. Wichtig ist hier, achten Sie auf Modelle mit Piezozündung, die auch bei Kälte zuverlässig funktionieren. Die neuesten Entwicklungen im Bereich der Outdoor-Ausrüstung bieten sogar Kocher, die gleichzeitig zum Heizen eines kleinen Raums genutzt werden können. Allerdings nur unter strenger Beachtung der Sicherheitsvorschriften und mit ausreichender Belüftung. Die Erfahrungen aus vergangenen Winterkrisen, wie zum Beispiel dem großen Eisregen in Slowenien 2014, haben gezeigt, dass die Versorgung mit Trinkwasser oft zum unterschätzten Problem wird. Wasserleitungen können einfrieren oder durch den Stromausfall nicht mehr funktionieren. Experten empfehlen einen Vorrat von mindestens 2,5 Litern pro Person und Tag. Bei einer vierköpfigen Familie und einer angenommenen Krisenzeit von einer Woche bedeutet das einen Mindestvorrat von 70 Litern. Das klingt viel, ist aber überlebenswichtig. Die Wasserversorgung ist aber nur ein Teil der notwendigen Vorbereitungen. Ein oft vernachlässigter Aspekt ist die Ernährung in der Krisensituation. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat berechnet, dass ein erwachsener Mensch auch in Stresssituationen mindestens 2000 Kalorien pro Tag zu sich nehmen sollte. Der Trick dabei ist, Lebensmittel zu bevorraten, die auch ohne Strom zubereitet werden können und trotzdem alle wichtigen Nährstoffe liefern. Besonders bewährt haben sich hierbei Hülsenfrüchte in Dosen, die bereits gekocht sind und kalt verzehrt werden können. Sie liefern wichtige Proteine und Ballaststoffe. Nüsse und Trockenfrüchte sind wahre Energiebomben und können über Monate gelagert werden. Eine Studie der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung hat gezeigt, dass 100 Gramm Walnüsse bereits 30% des täglichen Energiebedarfs decken können. Die Bedeutung von Licht wird oft unterschätzt, aber Dunkelheit kann in Krisensituationen zu Panik und Unfällen führen. LED-Taschenlampen der neuesten Generation bieten hier entscheidende Vorteile. Sie verbrauchen wenig Energie und die Leuchtmittel halten praktisch ewig. Ein faszinierender Aspekt: moderne LED-Lampen können mit einer einzigen Batterieladung bis zu 100 Stunden Licht spenden. Das ist eine Revolution gegenüber herkömmlichen Glühbirnen. Aber verlassen Sie sich nicht nur auf eine Lichtquelle. Verschiedene unabhängige Tests haben gezeigt, dass eine Kombination aus unterschiedlichen Beleuchtungsmöglichkeiten am sichersten ist. Neben den LED-Lampen sollten Sie auch Kerzen und Streichhölzer vorrätig haben. Ein wichtiger Sicherheitshinweis: Kerzen nie unbeaufsichtigt brennen lassen
und immer auf feuerfeste Unterlagen stellen. Die Statistiken der Feuerwehr zeigen, dass gerade in Krisensituationen die Zahl der Wohnungsbrände durch unachtsamen Umgang mit Kerzen dramatisch ansteigt. Die Kommunikation mit der Außenwelt ist in einer Krisensituation überlebenswichtig. Hier kommen Powerbanks ins Spiel. Die neueste Generation dieser mobilen Energiespeicher kann ein Smartphone bis zu 5-mal vollständig aufladen. Achten Sie beim Kauf auf die Kapazität. Mindestens 20.000 mAh sollten es sein. Eine spannende Entwicklung sind Powerbanks mit integrierten Solarzellen, die sich auch bei bedecktem Himmel aufladen können. Ein oft vergessener Aspekt ist die medizinische Versorgung. Das Robert-Koch-Institut empfiehlt einen Vorrat an wichtigen Medikamenten für mindestens 2 Wochen. Dazu gehören nicht nur verschreibungspflichtige Medikamente, sondern auch Schmerzmittel, Verbandsmaterial und Desinfektionsmittel. Eine aktuelle Erhebung hat gezeigt, dass nur 23% der deutschen Haushalte über ein vollständiges Erste-Hilfe-Set verfügen. Ein alarmierender Zustand. Ein batteriebetriebenes oder noch besser ein Kurbelradio ist in Krisensituationen Gold wert. Aktuelle Studien zur Krisenkommunikation zeigen, dass das Radio auch im digitalen Zeitalter das zuverlässigste Medium für Notfallinformationen ist. Die neuesten Modelle kombinieren verschiedene Energiequellen. Neben Batterien und der Handkurbel verfügen sie oft über ein Solarpanel. Ein gutes Beispiel für moderne Krisenvorsorge. Die Isolierung des Wohnraums wird bei einem winterlichen Stromausfall zur entscheidenden Überlebensfrage. Wissenschaftler der TU Dresden haben in einer Langzeitstudie nachgewiesen, dass bereits einfache Maßnahmen die Auskühlung eines Raumes um mehrere Stunden verzögern können. Besonders effektiv ist das Abdichten von Fenstern und Türen mit speziellen Isolierstreifen. Diese Streifen können die Wärmeverluste um bis zu 30% reduzieren. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die richtige Kleidung. Das Zwiebelprinzip, also das Tragen mehrerer dünner Schichten übereinander, hat sich als besonders effektiv erwiesen. Studien im Bereich der Outdoor-Medizin belegen, dass diese Methode bis zu 40% effektiver ist als das Tragen einer einzelnen dicken Schicht. Die innerste Schicht sollte aus funktionaler Unterwäsche bestehen, die Schweiß von der Haut wegtransportiert. Moderne Funktionskleidung hat hier enorme Fortschritte gemacht. Spezielle Fasern können heute die Körperwärme reflektieren und gleichzeitig Feuchtigkeit nach außen transportieren. Tests haben gezeigt, dass diese neue Generation von Funktionskleidung die Körpertemperatur auch bei extremer Kälte bis zu 4 Stunden länger im sicheren Bereich halten kann als herkömmliche Baumwollkleidung. Ein oft unterschätzter Aspekt ist die psychologische Komponente einer solchen Krisensituation. Experten für Krisenpsychologie betonen, dass gerade die Ungewissheit über die Dauer eines Stromausfalls zu erheblichem Stress führen kann. Die beste Gegenstrategie ist eine gute Vorbereitung. Das Wissen, ausreichend Vorräte und die richtigen Werkzeuge zu haben, reduziert nachweislich das Stressempfinden in Notsituationen. Besonders wichtig ist auch die Zusammenarbeit in der Nachbarschaft. Erfahrungen aus vergangenen Krisen zeigen, dass Menschen, die in funktionierenden Nachbarschaftsnetzwerken leben, Krisensituationen deutlich besser bewältigen. Ein regelmäßiger Austausch über Notfallpläne und möglicherweise sogar die Anlage gemeinsamer Vorräte kann hier sehr hilfreich sein. Besonders wichtig ist die Vorbereitung der Wohnung oder des Hauses auf einen möglichen Stromausfall. Die Forschungsgruppe für Gebäudetechnik der TU Berlin hat in einer aktuellen Studie nachgewiesen, dass die meisten Häuser bereits nach wenigen Stunden ohne Heizung dramatisch auskühlen. Aber es gibt effektive Gegenmaßnahmen. Zunächst sollten Sie einen zentralen Raum in Ihrer Wohnung bestimmen, der am besten isoliert ist und keine Außenwände hat. Dieser Raum wird im Notfall zum Hauptaufenthaltsort für die Familie. Experten des Umweltbundesamtes haben berechnet, dass ein gut isolierter Innenraum die Wärme bis zu 3-mal länger halten kann als ein Raum mit Außenwänden. Besonders effektiv ist es, alle verfügbaren Decken und Teppiche an den Wänden zu befestigen. Eine alte Überlebensstrategie, die schon unsere Vorfahren kannten. Die zusätzliche Isolierschicht kann die Wärmeverluste um weitere 20-30% reduzieren. Ein weiterer kritischer Punkt ist die Frage der Belüftung. Auch wenn es kontraintuitiv erscheint, regelmäßiges Stoßlüften ist auch bei Stromausfall wichtig.
Die Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie warnt, dass in ungelüfteten Räumen die Konzentration von Schadstoffen und Krankheitserregern rapide ansteigen kann. Die optimale Strategie ist es, dreimal täglich für jeweils 3 Minuten zu lüften. Das reicht aus, um die Luft auszutauschen, ohne den Raum zu stark auszukühlen. Die Wasserversorgung ist ein weiterer kritischer Faktor, den viele unterschätzen. Ohne Strom fallen in vielen Gebäuden auch die Wasserpumpen aus. Eine aktuelle Erhebung des Deutschen Roten Kreuzes zeigt, dass nur etwa 15% der Haushalte ausreichend Wasservorräte für einen mehrtägigen Notfall haben. Dabei ist die Bevorratung eigentlich einfach. Neben gekauftem Wasser in Flaschen können auch saubere Behälter selbst befüllt werden. Wichtig ist nur, das Wasser alle 6 Monate auszutauschen. Ein oft vernachlässigter Aspekt ist die Frage der Unterhaltung und Beschäftigung. Das klingt zunächst nebensächlich, ist aber laut Krisenpsychologen enorm wichtig für die mentale Gesundheit. Gesellschaftsspiele, Bücher und batteriebetriebene Musikgeräte können hier wahre Wunder wirken. Besonders für Familien mit Kindern ist es wichtig, Beschäftigungsmöglichkeiten vorrätig zu haben. Die Erfahrung aus vergangenen Krisen zeigt, dass Menschen, die sich sinnvoll beschäftigen können, deutlich besser mit der Situation zurechtkommen. Die Dokumentation der Krisensituation kann ebenfalls sehr wichtig sein, nicht nur für mögliche Versicherungsansprüche, sondern auch für die eigene psychische Verarbeitung. Ein einfaches Notizbuch und Stifte reichen aus, um ein Krisentagebuch zu führen. Experten empfehlen, darin nicht nur die Ereignisse, sondern auch die eigenen Gefühle und Gedanken festzuhalten. Das hilft nicht nur bei der späteren Verarbeitung der Situation, sondern kann auch wertvolle Erkenntnisse für künftige Krisen liefern. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Vorbereitung auf medizinische Notfälle. Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf hat eine umfassende Studie zu den häufigsten medizinischen Problemen während längerer Stromausfälle durchgeführt. Überraschenderweise sind es oft nicht die offensichtlichen Verletzungen, die zum Problem werden, sondern chronische Erkrankungen, die ohne Strom nicht mehr adäquat behandelt werden können. Besonders kritisch ist die Situation für Menschen, die auf elektrische medizinische Geräte angewiesen sind. Hier ist es lebensnotwendig, Alternativen oder Backup-Systeme zu haben. Die neueste Generation von medizinischen Akkus kann mittlerweile Beatmungsgeräte und ähnliche lebenserhaltende Systeme bis zu 48 Stunden am Laufen halten. Aber auch diese müssen regelmäßig gewartet und getestet werden. Die Kommunikation mit Nachbarn gewinnt in solchen Situationen eine völlig neue Bedeutung. Soziologen der Universität Münster haben in einer Langzeitstudie nachgewiesen, dass Nachbarschaften, die bereits vor einer Krise gut vernetzt waren, diese deutlich besser bewältigen konnten. Der Aufbau eines Nachbarschaftsnetzwerks sollte daher nicht erst in der Krise beginnen. Regelmäßige Treffen, gemeinsame Notfallpläne und klare Absprachen, wer im Ernstfall welche Aufgaben übernimmt, können lebensrettend sein. Ein faszinierender Aspekt ist die Frage der Improvisation. In Krisensituationen entwickeln Menschen oft erstaunliche Fähigkeiten, mit dem Vorhandenen auszukommen. Experten für Krisenmanagement empfehlen daher, sich schon im Vorfeld mit alternativen Nutzungsmöglichkeiten alltäglicher Gegenstände zu beschäftigen. Eine Alufolie kann zum Beispiel als Reflektor für Kerzenlicht dienen und die Helligkeit in einem Raum deutlich erhöhen. Die Bedeutung von Werkzeugen wird oft unterschätzt. Ein guter Werkzeugkasten mit Basiswerkzeugen wie Hammer, Schraubendreher und Zange kann in vielen Situationen sehr nützlich sein. Besonders wichtig sind auch Klebeband und Kabelbinder, 2 unscheinbare Helfer, die in Krisensituationen wahre Wunder vollbringen können. Die Erfahrung zeigt, dass gerade diese einfachen Werkzeuge oft den Unterschied zwischen einem lösbaren Problem und einer echten Krise ausmachen. Auch die Frage der Kleidung sollte nicht unterschätzt werden. Die moderne Funktionskleidung hat in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht. Tests des Outdoor-Instituts in München haben gezeigt, dass die neueste Generation von Thermounterwäsche die Körperwärme bis zu 40% besser speichern kann als herkömmliche Materialien. Besonders wichtig ist dabei das sogenannte Zwiebelprinzip. Mehrere dünne Schichten übereinander wärmen besser als eine dicke Schicht. Die psychologische Vorbereitung auf Krisensituationen ist mindestens genauso wichtig wie die materielle.
Das Institut für Krisenpsychologie in Berlin hat in mehreren Studien nachgewiesen, dass Menschen, die sich mental auf Notsituationen vorbereitet haben, diese deutlich besser bewältigen können. Ein wichtiger Aspekt dabei ist die realistische Einschätzung der eigenen Fähigkeiten und Grenzen. Nicht jeder muss ein Überlebensexperte sein, aber grundlegende Kenntnisse in Erster Hilfe und einfachen Reparaturen können den entscheidenden Unterschied machen. Ein oft übersehener Aspekt ist die Frage der Informationsbeschaffung. In einer Welt, die zunehmend digital vernetzt ist, kann ein Stromausfall zu einem kompletten Informationsvakuum führen. Hier zeigt sich der Wert eines guten alten UKW-Radios mit Batteriebetrieb. Die öffentlich-rechtlichen Sender sind verpflichtet, auch in Krisensituationen zu senden und wichtige Informationen zu verbreiten. Experten empfehlen, die Frequenzen der wichtigsten Sender schon im Vorfeld zu notieren. Die Erfahrungen aus vergangenen Krisen zeigen auch, dass die gegenseitige Hilfe in der Nachbarschaft oft unterschätzt wird. Eine Studie der Universität Heidelberg hat ergeben, dass in Krisensituationen bis zu 80% der ersten Hilfe von Nachbarn geleistet wird, lange bevor offizielle Hilfskräfte eintreffen können. Der Aufbau und die Pflege guter nachbarschaftlicher Beziehungen sollten daher als Teil der Krisenvorsorge verstanden werden. Besonders wichtig ist auch die Frage der Müllentsorgung. Ohne funktionierende Entsorgungssysteme kann sich Müll schnell zu einem hygienischen Problem entwickeln. Hier gilt es, vorausschauend zu planen und Strategien zu entwickeln, wie Abfälle zwischengelagert werden können. Experten empfehlen, bereits im Vorfeld stabile Müllsäcke und verschließbare Behälter bereitzuhalten. Ein weiterer kritischer Punkt ist die Frage der Brandgefahr. Gerade in Krisensituationen steigt die Gefahr von Bränden deutlich an, sei es durch den unsachgemäßen Umgang mit Kerzen oder durch improvisierte Heizmethoden. Die Feuerwehr warnt davor, in der Not gefährliche Kompromisse einzugehen. Ein funktionierender Rauchmelder mit frischen Batterien und ein gut zugänglicher Feuerlöscher sollten zur Grundausstattung jedes Haushalts gehören. Die gute Nachricht zum Schluss: Mit der richtigen Vorbereitung und dem nötigen Wissen kann jeder einen Stromausfall im Winter sicher überstehen. Was denkt ihr über dieses wichtige Thema? Schreibt es in die Kommentare.